benvenuto all'Effigy. Salvete discipuli et discipulae. Welcome at the Effigy. Bienvenue à l'FEG. Willkommen am FEG. Willkommen! Welcome! Bienvenue! Salvete! Benvenuto! Herzlich willkommen am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen. Wir sind das allgemeinbildende Gymnasium für Sandhausen und die Nachbargemeinden. Wir wollen euch unsere Schule vorstellen, an die ihr euch wohlfühlen könnt und die euch vieles bietet. Als Ansprechpartnerinnen für die Unterstufe kümmern wir uns um euren sanften Übergang von der Grundschule zu uns hier ans FEG. Und auch wir heißen euch herzlich willkommen. Jede von unseren 9 fünften Klassen wird von einem Klassenlehrerteam und einem Team von Paten betreut. Die Klassenlehrer erarbeiten in der Lern- und Entwicklungsförderungsstunde, wie man systematisch und nachhaltig lernt. In diesen Stunden geht es aber, genau wie bei den Kennenlerntagen, vor allem auch um die Entwicklung der Klassengemeinschaft. Unsere Paten sind ältere Schülerinnen und Schüler, die den neuen Fünfern mit Rat und Tat zur Seite stehen, was den Übergang ans Gymnasium enorm erleichtert. Denn so haben die Fünfer die Sicherheit, sich bei vielen Themen vertrauensvoll an jemanden wenden zu können. Auch wenn der Unterricht durch unsere individuelle Stundenplangestaltung in der Regel um 14 Uhr endet, ist bei uns auch danach noch ganz schön was los im Haus. Neben der kostenlosen Lernzeit bieten wir zahlreiche AGs, in denen ihr nicht nur Neues entdecken und ausprobieren könnt, sondern euch umso mehr mit dem beschäftigt, was euch Spaß macht. Denn Schule ist so viel mehr als Unterricht. Herzlich willkommen in einem typischen Unterrichtsraum bei uns am FEG. Jeder Raum ist mit einem Smart TV, Aktivlautsprechern und einer Dokumentenkamera ausgestattet. Jeder Lehrkraft steht ein iPad oder Laptop zur Verfügung, die mit dem Smart TV verbunden werden können. Darüber hinaus haben wir eine digitale Lernplattform, unser Schülermodul. Am FEG bieten wir ab Klasse 8 3 Profile an. Mit NWT, Naturwissenschaft und Technik, und IMP, Informatik, Mathematik und Physik, haben wir neben unserem sprachlichen Profil 2 naturwissenschaftliche Profile. Das FEG ist eines der Gymnasien, das in unserer Gegend den bilingualen Zug anbieten darf. Zunächst haben alle unsere Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 und 6 verstärkt Englisch. Danach haben die Schülerinnen und Schüler, die im bilingualen Zug sind, im jährlichen Wechsel Fächer wie Erdkunde, Geschichte, Gemeinschaftskunde oder Biologie auf Englisch und werden somit viel sicherer in der englischen Sprache. Und wenn Sie wollen, können Sie zum Schluss sogar das internationale Abitur Baden-Württemberg ablegen. Als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 kann man zwischen Französisch und Latein wählen. Und ab Klasse 8 bieten wir im sprachlichen Profil Italienisch an. Wir sind eine WSB-Schule und stehen somit für Bewegung als Unterrichtsprinzip, einen rhythmisierten Schultag, viele außerunterrichtliche Sportangebote und aktive Pausen. Wir sind froh über die vierte Sportstunde für unsere Fünftklässler. Diese besitzt aus motorischer und sozialer Sicht für die Altersklasse einen großen Mehrwert. Ebenso freuen wir uns, in der Kursstufe das Leistungsfach Sport kontinuierlich anbieten zu dürfen. Das FEG verfügt über ein großzügiges Sportgelände und ein weitläufiges Außengelände.
So können wir täglich Bewegungsanlässe schaffen, die von unseren Schülerinnen und Schülern mit Freude genutzt werden. Hallo, wir sind die diesjährige SMV und unsere Aufgabe ist es, die Schülerschaft zu vertreten. Wir organisieren auch verschiedenste Events für euch, wie zum Beispiel den Winterbazar, die Halloween-Party für die Oberstufe oder die Faschingsparty für die Mittelstufe. Die Erlöse hiervon kommen zu großen Teilen unserer Partnerschule in Äthiopien zugute. Auch dieses Jahr unterstützen wir 3 SchülerInnen aus unserer Partnerschule in Äthiopien. Ihr könnt bei allen Anliegen immer gerne zu uns kommen. Wir sind für euch da. Wir freuen uns, wenn wir euch beim Tag der offenen Tür oder zur Anmeldung oder spätestens zum ersten Schultag im September bei uns begrüßen dürfen. Wir hoffen, ihr habt jetzt eine Vorstellung vom Friedrich-Ebert-Gymnasium. Am Tag der offenen Tür gibt es noch viel mehr zu sehen und zu erleben. Und vielleicht im nächsten Schuljahr ist das FEG auch eure Schule.